Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal die Linie 16, glaube ich, aufgerufen und da hat man nicht genug Geld, dass wir da neue LKWs kaufen können und so wie das aussieht, ist das gerade auch nicht besser, aber ich würde sagen, nach dem Logo gucken wir dann mal rein, ne? So, dafür müssten wir die Linienverwaltung haben. Die ist hier unten rechts. Linie 16 aufrufen am besten, ne? Dann kommen wir an die Fahrzeuge dran. Ne? Fahrzeuge verwalten. Das waren die alle. Jetzt können wir hier die alle auswählen und ersetze gewählte Fahrzeuge. Und dafür hatten wir Bretter-LKW. War der? Ne? Der kann das. Ja, kann er. Der 40-Tonner. Kann der planende LKW, könnte das auch. Ist da ein preislicher Unterschied? Tatsächlich. Der Rungen-LKW ist tatsächlich teurer wie der planende LKW? Das sieht ganz danach aus, ne? Also dann würde ich ja sagen, immer noch ein planender LKW. Ist doch egal, wo die Bretter drin sind, ne? Was ist denn der Unterschied sonst noch so? Das da unten ist alles gleich, er kann verschiedene Güter. Ach, Kapazität, ah. Der kann nur 25, der kann 30, ne? Dann bleiben wir besser bei dem. Aber es geht leider noch nicht, ne? Und ja, wir haben jetzt wenigstens nicht nur 5 Millionen Miese, sondern nur eine halbe Million. Das ist ja wenigstens schon mal ein bisschen besser. Dann wird das bestimmt auch gleich noch gehen, dass wir die austauschen können, oder? Ja, aber 5 Millionen plus ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Ah. Sind wir schon wieder bei 2,5 Millionen minus. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal noch mal raus und gucken uns noch ein bisschen um, oder? Was wir hier noch so machen können. Ich weiß gar nicht, ob es hier sowas wie einen Stau gibt, wie einen Simotrans, ne? Bestimmt auch, ne? Okay, hier zum Beispiel stauen sie sich. Ah, der ist gerade der Zug durchgefahren, deswegen. Der ist aber angekommen, das passt erstmal. Wie sieht es denn hier mit der Fabrik aus? 95 Transport, das heißt, das ist schon mal gut und ja, das müsste man hier nur gucken, ne? Also das heißt ja, wenn hier 95 ist, dann der Fall nach oben zeigt, das heißt, es muss hier irgendwann auch mehr werden, ne? Der Level muss ja mal irgendwann ansteigen. Jetzt gucken wir mal, hier kommt einer, der fährt aber nach da hinten. Hier steht einer, oh, es ist tatsächlich jetzt ein Stau da, ne? Zwar von Signal zu Signal nur, weil der hier zu langsam ist, oder? Das heißt, dieser Zug hier ist nicht schnell genug. Der fährt nur 80 und die anderen können halt 125 fahren. Das ist schade, ne? Weil damit geht es nicht voran dadurch. Also der fährt ja jetzt hier schneller schon mal, oder? 83, 4,5, der hat eine schlechte Beschleunigung natürlich, ne? Und ja, Personen sehen wir gerade, 20 sind da drin und die sind nicht gerade schnell unterwegs dann noch dazu, ne? Okay, er biegt jetzt links ab. Und der kommt mal gerade so hier auf die 107 km/h jetzt. Okay. Müssen wir mal schauen, ne? Oh, ich sehe gerade, die Einnahmen sind gerade 6 Millionen. Dann mal schnell wieder zur Linie 16, oder? Dahin. Rungen-LKW. Ja, wir hatten sie gerade eben, ne? Jetzt sind sie aber da, aber wieso wird das hier nicht... jetzt wird es erst, okay. Zack, jetzt habe ich sie ausgetauscht. Jetzt ist nur die Frage, ja... Ich müsste jetzt doch nochmal dahin. Und da muss ich klicken, damit ich zu den Fahrzeugen komme. Ne? Wo fährt denn der lang hier? Aha, hier. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zufälligerweise das nicht bedacht, dass hier auf Linie 16 die LKWs jetzt zwar alle drauf sind, aber die können jetzt mehr transportieren, obwohl der Weg ist lang. Sehr lang. Okay, dann müsste das trotzdem klappen, glaube ich, oder? Ja, hier sind 142, das sollte dann doch klappen, dass die alle abholen können, oder?
Wo fährt der denn? Linie 16. Der hat aber nur 10er jetzt? Okay. Das heißt, hier muss das Falsche liegen, ne? Hier liegen Baumstämme. Okay, und warum hat er jetzt hier Bretter mit? Ist das ein Zwischenhalt, ne? Das könnte sein. Ja klar, ist das ein Zwischenhalt. Der nimmt jetzt hier die Holzbretter mit. Holzstämme mit. Und bringt die nach zum Sägewerk. Jetzt ist dann die Frage, ob das passend ist. Ich sehe keinen einzigen LKW mehr. Und ich glaube, das Sägewerk war doch hier, oder? Bin ich falsch abgebogen? Na, wahrscheinlich bin ich falsch abgebogen. Das war hier, das Sägewerk. Wie viele Fahrzeuge? Erstmal hier reingeguckt. Da stehen noch 9 Bretter. Das heißt, hier ist die Auslastung 77. Er bringt gerade ja Bretter weg. Jetzt ist die Frage, wer bringt Holzstämme, ne? Ich glaube, die kommen von hier. Er bringt auch Bretter weg und holt dann Holzstämme. Ich glaube, es sind nur 2 Wagen da drauf, kann das sein. Aber das erfahren wir in Linie 7, ne? Ne, es sind tatsächlich 4 Fahrzeuge drauf, ich sehe sie aber nicht. Ja, 28 und 60, ne? Hier sind 2, okay, die habe ich wohl eben nicht gesehen. Ah, wie man sieht, der Vollgeladene kann schneller fahren wohl wie der Leere, oder wie sehe ich das? Auf jeden Fall ist die Beschleunigung da schon mal mit drin, das ist schon mal cool. So, und er holt jetzt hier natürlich die Dingens ab. Sag schon, die Holzbretter. Ne, die Stämme. Okay, der dreht da. Sieht sogar ganz nett aus. Er entlädt jetzt hier. Wieso lädt er? Ach so, dann ist er von woanders gekommen. Und jetzt wartet er 3 Minuten, ne? Hm. Und der entlädt nicht und der... Oh, das ist ja auch schwierig, ne? Der ist Linie 16 und der ist Linie 7. Passt, wa? Ich dachte, der würde hier entladen. Das passt ja dann gar nicht. Ja, das halte ich jetzt für nicht so toll, ne? Okay, der, aber hier sieht man jetzt nicht. Okay, ja. Ist jetzt nicht so viel zu sehen, ne? Aber 13 liegen da drin, ne? Ich glaube, wir müssen noch einen LKW hier draufpacken. Zum Sägewerk, oder? Damit er mehr ankommt. Irgendwo fehlt es hier ja. Ich glaube, da nicht abbiegen, sondern hier irgendwo müssen wir abbiegen. Der hat die Holzstämme. Und der kommt wieder mit einem Paket Holz nur zurück. Aber das ist natürlich auch klar, ne? Aber das ist auch nicht schlimm, wenn er nur mit einem Paket Holz zurückkommt, weil das ist ja eine Extra-Tour sozusagen. Das ist ja disponententechnisch richtig so, ne? Hier liegen jetzt 12 Bretter. Und wie viel haben die hier liegen? Das ist die Frage. Im Lager ist nichts. Okay, ist auch klar, weil er wahrscheinlich, Verschnitt auch ist und sowas, ne? Deswegen werden es nachher weniger Bretter sein wie, ne? Hölzer. Jetzt ist die Frage, wer ist denn noch Lieferant? Ah, da gibt es natürlich noch reichlich Lieferanten. Den haben wir ja angeschlossen. Ketter ist Mühle, ist da hinten. Das ist wo ganz anders. Giesenhorst ist hier, das macht auch keinen Sinn. Eimstock macht auch keinen Sinn. Giesenhorst, da gibt es 2-mal. Okay, Kospoderwald, keine Ahnung, auch nicht hier gerade um die Ecke. Und Kettersmühle auch nicht. Und Eimstock ist auch nicht. Okay, das hat jetzt wäre noch interessant gewesen, wenn wir von hier irgendwo Holz hätten mitnehmen können. Dann hätte ich gesagt, ein LKW, der jetzt hier die Bretter dahin bringt, hätte irgendwo vorbeifahren können, ne? Obwohl rein theoretisch können die hier vorbeifahren, ne? Wo ist denn das Sägewerk da? Da müssten wir hier aber durch den Berg. Hm. Hier wäre ein Pass, wo man vielleicht rüber könnte, ne? Was ist denn da im Berg? Ach so, ein Stein, okay. Ja, das wäre dann die Möglichkeit, ne? Abnehmer ist halt das Sägewerk in Hallendorf, ne? Könnte man hier rüber bauen, oder? Da ist die Straße zu Ende, ne? Oder ist das schon der Hof? Ich glaube, das ist schon der Hof, ne? Straßenende wird wahrscheinlich hier sein, oder? Oh ne, weiß ich nicht.
Schwierig zu beurteilen, ob das dazugehört oder nicht. Könnte man bauen, ne? Oder gucken. Ist das Einbahnstraße? Das ist die Landstraße, ne? Könnte man so bauen, ne? Und da würde man einen Tunnel haben dann. Und das kostet so wenig nur? Okay. Da hätte ich jetzt mit viel, viel mehr gerechnet, ne? Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet mit dem Tunnel. Das Geld hätten wir sogar. Wo ist denn die andere Mühle? Da. Ist das jetzt ein Tunnel? Ja. Aber die sind noch nicht... Wo ist denn der Tunnelportal? Da, doch, der ist da raus. Aber dann wird er hier so einen kleinen Tunnel bauen, ne? Ah ne, da einen ganzen Tunnel. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Das gefällt uns dann doch nicht. Dann so, oder? Und ist jetzt angeschlossen, oder? Ja. So, dann wäre das auch erledigt und dann könnten wir jetzt hier einen LKW fahren lassen. Dann müssten wir hier noch ein Terminal bauen. LKW-Station. Hat diese Strecke da rundherum, das ist jetzt nicht so prickelnd, oder? Was ist denn das hier? Ach, da ist schon ein neues Stück Straße zwischen, oder? Auch interessant. Wenn ich das hier hinmache, ist es zu weit weg davon, ne? Ja. Okay, das wäre jetzt so. Das würde ich jetzt so bauen. Kostet uns nur 126. Warte mal, Shift war das mit kleineren Schritten? Ja. So schön ausrichten, ne? So. Und dann nochmal Straße. Nochmal Landstraße. Und 122 nehmen wir auch. Gut, das heißt, das ist erledigt. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch einen LKW da drauf kriegen, ne? Wo war denn unser Depot hier? Straßenfahrzeuge, auf jeden Fall da. Fahrzeug kaufen. Rungen-LKW. Kaufen. Und neue Linie. Von da, wo ist das jetzt? Da. Nach hier, ne? Genau, hier lade, wenn voran, nee, Vollladen einer Fracht. Mindestens Haltezeit, mal eine halbe Minute maximal, nee, Mindesthaltezeit ist 30 Sekunden, Haltezeit maximale, nee. Ah, das ist jetzt die 3 Minuten, bis er vollgeladen ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Lass mal so stehen. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo der LKW fährt. Der ist ja schon unterwegs, da ist er. Linie 37 und die, ja, wir hätten vielleicht noch eins mehr haben können, ne? Klonen wir das, oder? Weil zwei brauchen wir mindestens. Wie viel Geld haben wir denn? Ah, wir haben 3 Millionen Miese, das geht also gerade nicht. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, würde ich sagen. Oh, hier in diesem kleinen Städtchen sind ja schon Hochhäuser dran. Ne? Hier, dieses ist ja schon ganz groß, ne? Unten sind sogar Geschäfte drin, oder was? Ah, ne, das ist ein Gewerbegebäude. Da sind nur Geschäfte, aber naja, sieht ein bisschen anders aus. Aber passt schon. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch einen Zulieferer für die Dingens gekriegt. Sag schon. Wieso ist denn die Straße hier nicht angeschlossen? Macht das Sinn, dass ich das mache? Ne, ne? Ne, lass mal erstmal. Und das ist die Bahnlinie und das ist die Straße. Okay, die Straßen sind natürlich alle so ein bisschen ausgebaut schon. Das ist schon cool. Das hat die Gemeinde selber gemacht, weil wir hier einen Stau ohne Ende schon haben. Okay. Hier ist es auch Skyline und so, ne? Kann ich da mal gerade reinklicken in Pellingen. 591 Einwohner, da hat man schon solche Häuser. 490, okay. Es wächst und gedeiht, würde ich sagen, ne?
Und jetzt haben wir 7 Millionen Miese. Das ist jetzt gerade nicht so prickelnd, aber wir können rein theoretisch ja auch. Ne, wir haben. Quatsch, ich habe immer auf die Einnahmen geguckt, ich Held. Hier links ist ja der Kontostand. Okay, wir sind leicht im Plus. Da ist ja noch alles gut, ne? Ja, okay, dann. Dann ist erstmal ein Gut. Ich dachte, das wäre viel schlimmer, wie gedacht. So, okay, dann müssten wir jetzt mal überlegen, wie wir weiter vorangehen. Ich denke, wir müssten auf die eine Linie, die wir hier gemacht haben. Wo ist sie denn mit dem Tunnel? Hier müssen wir definitiv von da nach da schauen. Ne, wo ist denn das? Hier ist es. Dass wir da noch ein oder zwei LKWs auf jeden Fall mehr, ah, zwei oder drei LKWs noch mehr drauf kriegen. Da müssen wir aber ein bisschen gucken, dass wir da Geld zusammenkriegen, dass das klappt. Machen wir mal alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.